Willkommen zum 3 Millionsten 7 Day to Die Stream. Montag, 4. Mai 2020. 21:09 Windows 7 Internetzeit. Mach den Ton noch kurz aus. Meine Maus weg. Bis ja auch schon Zuschauer kommen. Gibt's jetzt Stummfilm. Aber es gibt was zu sehen, nämlich 7 Days. Und so. Bis gleich.
Hi, Tienchen. Mein Motorrad ist gerade weggespawnt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ups, da lang. Wie geht's? Müde. Sehr müde. Will ins Bett. Lässt mich nicht gehen. Das ist auch schon alles. Ich bin einfach nur müde. Ja, mein Motorrad ist weggespawnt. Ich muss mich mal. Dann zeige ich, es ist dort drin. Ne, da oben ist es. Was macht's da denn? Upsala. Ach, ist ja immer noch alles nass. Oh, 100 Bits, danke für die Spende. Wieder 100 Bits näher an der Million Euro. Yes. Aha. Du siehst, dass ich arm bin und. Mitgefühl. Sehr schön. Ja. Delfino mit den vielen Smileys ist da. Hallo Delfino. Willkommen zur großen Spendengala. Willkommen, Mister. Also du bist mir sehr treu im Smiley-Abo, habe ich festgestellt. Das ist sehr, sehr, sehr löblich. Das wollte ich schon längst mal loswerden. Da noch nie einer hat so viele Smileys von mir gekauft wie du. So. Ja, jetzt machen wir mal. Zack. Zack. Genau, jetzt haben wir alle Ecken, oder? Was für eine Überraschung, nicht? Das ist keine Überraschung. Hast du der Film angeschrieben, oder was? Oder seid ihr am TS oder so was? Und sprecht euch hier heimlich ab. Der Zielführer streamt. Depp, depp. Kann mal einer von euch UFO anschreiben? Ich hab Bock wieder eine Runde UFO zu gucken jetzt im Sommer. Kam mir mal so die Tage. Wir sind beide in WoW. Oh. Und als ich benachrichtigt wurde, habe ich ihm gleich Bescheid gegeben. Das ist sehr lieb von dir, sehr löblich vor allen Dingen. Das kann ich gar nicht genug honorieren. Eigentlich müsste ich dir 100 Bits dafür geben. Immer schön bei den anderen Schleichwerbung machen. Schreibt alle an, die ihr kennt. None, Kyle, Cedric, schreibt alle an, die ihr kennt. Das Hörer streamt und braucht Geld. Dunkle Zone kauft euer Leben. Smileys, ja genau. So. Ach, du kaufst Seelenanteile von uns. Die du dann aussaugst. Das ist der Hintergrund, warum du unsere Smileys kaufst. Nichts, da mein Leben ist unverkäuflich. Oh. Ich dachte, du wärst käuflich. Jeder ist käuflich. Jeder hat seinen Preis. Hat mal ein berühmter Wrestler in den 80er, 90ern gesagt. Jeder hat seinen Preis. Jeder ist käuflich. Ich bin käuflich. Ich bin der käuflichste Mensch auf dem Planeten. Nein, ich bin es nicht. Oh, dann das wird Zeit, dass du es wirst. Also, sehr wichtig. Glaubst du nicht, dass du für 1 Million Euro jeden Scheiß machen würdest? Ich würde jeden Scheiß machen. Für 1 Million Euro. Ich bin bestechlich, das ja. Ah ja, käuflich nicht, aber bestechlich. Naja, das ist voll der Unterschied. Der Million-Dollar-Man, genau. Delfino, Ted, Teddy, Teddy Biasi. Liebe Teddy, liebe Teddy, habe ich nicht mal genannt. Ah, ja. Lange ist her. Gott, ist meine Wrestling-Zeit lange her. Oh Gott. Ich habe nur mit nur wenigen Ausnahmen. 1991 bis 2016 fast durchgehend Wrestling geguckt. Ups, wo bist du hier?
Aber danach wurde mir das Muster dahinter zu offensichtlich. Ich konnte ja fast vorhersagen, wer gewinnt bei jedem Match. Nach 25 Jahren hast du das Muster komplett raus. Dollar, Dollar, genau. Ach, Olicky, hast es endlich mal wieder zu streamen von mir geschafft. Ich bin ja beeindruckt. Mensch. Das sieht nicht schlimmer aus, als wenn man wartet, dass Wand trocknet. Dann brauchen wir mal nächste Runde. Ich wollte eigentlich Banjo-Kazooie spielen, aber ich bin dafür ein bisschen zu müde für heute. Ich sollte gleich ins Bett fallen. Zack. Zack. Sagt mir, wenn der Bohrer zu laut ist. Er war bestimmt in Minecraft schwer beschäftigt. Ja, ja. Dieser Fremdgeher. Fremdgeher wurden früher in den Wüstenstaaten hart bestraft mit Handabpacken oder so. Oder noch ganz andere Gliedmaßen. Also Fremdgehen, Olicky, geht mal gar nicht. Ich freue mich ja wie ein Honigkuchenpferd, wie ein kleines Kind, das ich Olicky jetzt sehen darf. In der Tat, Tienchen, so war's. Nein, doch. Oh. Das erhebt sogar zu, dass er fremd geht. Das gibt eine vermilderte Strafe. So hauen wir ihm nicht die Hand ab, sondern nur einen Finger, weil er zugegeben hat, dass er fremd gegangen ist. Sieh, ich habe letztens von dir, Delfino, und mir in Minecraft geträumt. Fucking Bitches, was haben wir denn da Schönes gemacht in dem Moment? Hast du unsere Figuren dort da gesehen oder unsere Gesichter irgendwie? Das ist ja unheimlich. Und bei anderen Träumen von Minecraft. Gefällt mir sehr gut. Das ist übrigens die zweite Wandreihe. Nee. Doch die neue zweite, ja. Und hier kommt noch eine dritte Wandreihe und eine Wand war schon, da habe ich vier Wandreihen. Das ist der stabilste Bunker im Universum. Wir waren alle drei in unseren Skins. Krass. Hi Speed, auch dich ewig nicht gesehen. Was geht, Speed? Oh. Festgestellt, man sieht es ja in der DS-Anzeige hier auch nicht. So. Jetzt sieht man sie. Danke fürs Hosten! Alk. Was mit Alk? Hat ich der Alk zu mir geführt? Alles gut soweit. Sehr schön. Leben noch frisch. Arbeitsleben noch frisch. Privatleben noch frisch. Bin nur ein bisschen müde. Ansonsten geht's mir absolut fantastisch. Es ist Saumüdigkeit nicht mehr. Ich habe ein paar interessante Tage hinter mir. Gibt auch schöne, geile Videos dazu. Gerade die Videos, die ich gestern gedreht habe, da freue ich mich am meisten, die zu zeigen. Allerdings, wir hatten die erst Juli oder so hochgeladen. Weil ich 20, 25 Videos im Vorlauf habe für meinen Hauptkanal. Bitte jetzt abonnieren. Wir arbeiten immer den gleichen Scheiß. Mit anderen Worten, du bist glücklich in deinem Berufsleben und machst es gerne freiwillig weiter. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, ich mache immer das nicht mehr, was ich nicht Bock habe mehr und so. Wenn du es weiterhin machst, musst du glücklich sein in deinem Berufsleben. Du warst Gabelstaplerfahrer, habe ich das richtig noch in Erinnerung? Weißt, ich habe kein Gedächtnis, also nicht wundern. Auch wenn du schon 150 Mal erzählt hast, habe ich es in der Woche eh wieder vergessen. Das ist ganz natürlich bei mir. Gedächtnisschwund ist ein natürlicher Zustand. Logistiker. Ah ja. So heißt das, okay. Also Paketschlepper. Im Lager. Richtig, verstehe. Ich dachte, der hätte jetzt mal Gabelstapler gefahren. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich versuche mal den Beruf zu merken. Ich bin übrigens staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent für Informatik. Ja, ich habe auch eine Ausbildung. Man mag es nicht glauben, aber ich bin klug.
Das ist geil. Ich darf mich Duke nennen, weil ich eine Ausbildung habe. Eines Vollberufes. Plus Realschulabschluss. Unglaublich. Ich bin überqualifiziert für alle Berufe, deswegen bin ich arbeitslos. Das ist ganz schlimm, wenn man so überqualifiziert ist. Ach ja. Erst. Ich. Klug, genau. Ich bin Intellenk. Ich bin Intellent. Ich bin klug. Es geht leichter. Intellent. Ganz schlau. Smart. Schön reich, sexy. Und wart gut drauf. Ach, kennt ihr nicht immer beim Stream so gut drauf sind? Wahrscheinlich werde ich euch die nächsten Wochen noch voll depressiven. Alles, was du gesagt hast, genau das Fachkraft für Lagerlogistik. Alles, was ich gerade als meine Eigenschaften aufgezählt habe, bist du für Lagerlogistik, okay? Das heißt, du bist ein duger Wirtschaftsassistent für Lagerlogistik. Zudem schön, intelligent, sexy, reich und klug, richtig? Jetzt habt ihr gehört, was Pietbo alles ist. Du meinst wahrscheinlich Pakete schleppen und Gabelstaplern, richtig? Guck, der Delfin ist auch wieder wach geworden. Und schläft. Warum begrüßt du Speed mit Schlafsmilies? Hab mir heute Train Station Renovation gehört. Und geholt. Und dann hast du das nicht für uns gestreamt. Dam, dam, dam. Mit einer Trompetenmelodie aus einem Alfred Hitchcock-Film jetzt im Geist vorstellen. Speedbull, ja, ich hab's richtig erraten, genau. Also Pakete schleppen, ja, was machst du mehr? Mehr Pakete schleppen oder mehr fahren? Ich auch, und No Man's Sky. Ja, also, warum hast du es nicht gestreamt, Delfino? Also du kannst doch nicht einfach ein Spiel kaufen und uns das dann nicht vorstreamen. Ja, hat so ein schönes Suchspiel, ist deutlich annehmbarer als jetzt, WoW. Hab's gerade mal installiert. Ah, okay, du hast es noch gar nicht gespielt. Ja, und Speedbull, du natürlich, dann No Man's Sky bitte für uns streamen. Ansonsten, dein legendärer Mafia 3 Stream, den habe ich auch noch in Erinnerung. Das andere auch Sky. Was, du hast auch Sky? Ist jetzt Sommersee oder irgendwas? Kriegt man jetzt aktuell Spiele hinterher geschmissen? Ich hatte ja einen Spielwunsch, den habe ich angetrieben durch Spielebahn, den habe ich mir schon selber erfüllt. Den braucht ihr nicht zu spenden. Ich muss es mal von meiner Oma holen oder holen lassen. No Man's Sky, ja, krass. Also da gucke ich sowas von zu, ohne zu blinzeln. Das hast du ja 24-7 zu streamen. Ich habe in No Man's Sky schon mal reingelünzt bei anderen. Ja, muss ich mal wieder machen. Ja, mach mal, dann spende ich 100 Bits, wenn du streamst, Speedbull. Nur um dich zu motivieren. Es wird wirklich mal Zeit, dass du wieder mal streamst, ja. Ja, allen so viel spenden, aber er streamt immer nicht. Liebe Volksgenossen, wie ich heute den Titel geschrieben habe. Ein winzig kleiner Ghoul, den man kaum sieht, der muss voll werden. Der muss auch voll werden. Ah ja. So, jetzt bin ich gleich einmal rum. Dann hoffen wir, dass die Wand trocken ist, beziehungsweise ich fahre nochmal schnell zum Händler. Und dann ist die Wand dann hoffentlich trocken. Nach 10 Stunden arbeiten habe ich keine Lust mehr auf Stream. Ja, das verstehe ich. Dann Beruf wechseln, Beruf kündigen oder einfach am Wochenende oder so streamen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Mensch. 10 Stunden arbeitest du? Ich dachte, man arbeitet nur 8, wenn man Vollzeit arbeitet. Komisch. Ich bin da jetzt nicht so bewandt, wie das System aktuell so ist da draußen. Weil ich nie rausgehe. Weiß nicht, was los ist. Vielleicht haben sie schon längst wieder Gesetze und Arbeitszeiten geändert. Ich weiß es nicht. Ich habe ja gehört, keiner arbeiten 12 Stunden. Die werden nicht total versklavt. Die machen immer pro Woche 50 Überstunden. Die können sie niemals abfeiern. Die kriegen sie immer einfach bezahlt dann. Obwohl sie sich schon einen Monat Urlaub zusammengespart haben oder so. Ja, nach dem großen C bin ich eh da weg. Echt? Du hängst den Beruf an den Nagel? Ich bin stolz auf dich. Der große C ist geil.
Ach ja, dieser Lügenvirus, das ist eine schöne Geschichte, ich liebe es. Ach ja. So, ich muss mal. Genau, ich kann jetzt diese Reihe hier legen, weil hier hinten alles trocken ist. Und dann gucken wir mal, ob wieder alle Steine ganz sind. Das Dumme ist, also wir hatten immer kaputt, wenn ich auf Zombies schieße oder mit dem Bohrer irgendwo an der Ecke. Das Dumme ist, dass wenn ich das hier nachgucke, nicht pinseln darf, weil ich sonst den Stein übersehe. Aber wenn ich erstmal nachgeguckt habe, ob die Hintergrundwand komplett ganz ist, kann ich die neue Wand davor dann sehr schnell legen. Das macht dann aber Heidenspaß. Ich habe extra neuen Feuchtbeton in Auftrag gegeben. Der viele das Arbeiten mit diesen Feuchtbeton-Dingern dauert aber wirklich ewig. Mit den Gittern war es früher natürlich 150 mal schneller. Und mein Zementmischer ist am Arbeiten. Ich brauche auch tatsächlich niemals mehr Eisen. Ich kann mein komplettes Eisen für Barren verwenden, damit ich Ulikis Turm reparieren kann. Der meckert mich jedes Mal privat voll, reparier den Turm, reparier den Turm, reparier den Turm. Dabei habe ich beim letzten Mal schon 120 Barren reingesteckt in diesen Turm. Ich hoffe, er hört mir noch zu. Ich habe schon 120 Barren plus seine eigenen 30 Barren, die noch übrig waren, in diesen Turm hineingeballert. Der ist ziemlich stabil, muss ich sagen. Und ich rede von Stahlbarren. Ich höre, du hörst, das ist sehr gut. Also dein Turm ist eigentlich ziemlich gut in Schuss, Olegi. Weil ich eben jene eben erwähnte Menge an Barren reingeballert habe. Aber es hat noch nicht ganz gereicht. So ein paar kleine Kratzer hat er noch. Das ist aber wirklich nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Brrr, ich habe lange den Führer nicht mehr nachgemacht. Jetzt habe ich wirklich mal wieder Zeit. Ah, da 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 da. Will jemand von euch ein lustiges Corona-Video sehen? Hat heute einer gepostet. Unter einem Video von alternativen Medien. Ich habe mich kaputt gelacht. Ist ein Gag-Video. Ist ein unsynchronisiertes Video. Da hat jemand Pulp Fiction umsynchronisiert. Wollt ihr das sehen? Lockst da Zombies hin und willst zur Reparatur Applaus. Ja, ich möchte aber. Nein, ich möchte einfach bloß nicht als jemand anerkannt werden, der andere einfach ausnutzt und dann nichts dafür tut. Dabei ist das mein Lebenshintergrund. Ich nutze eigentlich ununterbrochen andere aus und tue nichts selbst. Habt ihr Bock auf ein lustiges Video? Ja, nein, vielleicht. Widerspricht der Natur bewundernswert. Ja, es ist bewundernswert. Da kann man mal Applaus geben. Erst kommt die Pflichtimpfung in ganz Deutschland. Ja, das können die für sich machen. Alleine für sich können die das machen. Ich habe so einen Kanal von einer Heilpraktikerin gesehen. Die hat 9 Tipps, wie man die Pflichtimpfung umgehen kann. Mein Tipp habe ich schon. Ich zeige einfach mein Schienbein vor der Fresse. Kannst dich krank melden, als Rollstuhlfahrer sein, sagen, dass Tabletten Wechselwirkung haben können. Es gibt eine Million Tipps, wie man das umgehen kann. Wer da mehr hören will, kann gerne bei mir nachfragen. Jetzt schicke ich euch schon mal ein ganz witziges Video. Also man kann sich informieren, wie man diesen Scheiß umgeht. Können sich alleine impfen. Ich habe nämlich schon einen Impfschaden vor 20 Jahren erhalten, für die, die das noch nicht wissen. Ich habe durch meine letzte Zeckenimpfung vor 18 Jahren eine Autoimmunreaktion erhalten und habe seitdem am ganzen Körper Schuppenflechte. Und wer mich impfen will, den halte ich dir erst mal vor die Fresse und sage, Sie können mich gerne impfen, aber dann bitte haften Sie bitte privat schriftlich dafür, falls ich einen weiteren Impfschaden habe, bitte unterschreiben Sie hier. Das wird lustig. Wenn das kommt, dann werde ich Deutschland verlassen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das ist sowieso nie verkehrt. Ich schaue mir auch schon in anderen Ländern um, auch aus finanziellen Gründen. Es gibt ja Länder, da bist du reich. Also da bist du mit einem deutschen Hartz IV-Erhalt ja richtig reich teilweise. Da kannst du ein bisschen was zusammen sparen, dann Jahrzehnte dort leben, weil alles nur die Hälfte kostet wie in Deutschland. Also es lohnt sich wirklich, vor allen Dingen in den sehr armen osteuropäischen Ländern, sich da mal einen Blick zu holen. Das ist wirklich ihr Blick wert. Da kann ich auch die Sendung Armes Deutschland empfehlen auf TV Now. Da kriegt man manchmal sowas mit. Habe ich die Tage geguckt, gibt auch ein Video dazu auf meinem Hauptkanal innerhalb der nächsten 2 Monate. Deswegen kann ich euch zwingend empfehlen, meinen Hauptkanal zu abonnieren. Ich weiß aber ja nicht mehr, wer den guckt. Guckt ihr den noch? Also mein Essens- und Filmtipp-Kanal, wenn man so will. Ja, und ich habe jetzt schon witzig einen Link geschickt, da könnt ihr auch mal drauf gucken, wenn ihr wollt. Da wurde Pulp Fiction umsynchronisiert. Sehr, sehr amüsant. Ich habe mir das 5-mal hin und ein Stück angeguckt und kaputt gelacht. Vietnam ist ein Kollege von mir hingezogen, lebt da. Siehst du? Genau. Fidschi-Reich. Auch da kann man hin. In Chingchong-Thailand. Wo die Schlitzaugen leben. Da kannst du, wenn du, was weiß ich, 20.000 Euro zusammengespart hast mit einem Deutschlandberuf, da kannst du da 40 Jahre oder so leben von. Du bist dort wirklich Millionär, wenn du 10.000 bis 20.000 zusammengespart hast. Da kannst du wirklich dir da bunt machen. Das ist wirklich ist fantastisch. Ich bitte euch, wir wollen wie beim letzten Mal Quecksilber und Aluminium loswerden. Entsorgung ist teuer. Das Zeug in Menschenspritzen bringt sogar Geld. Ja, das ist genau der Grund. Das haben die damals auch bei Fluorid in Zahnpasta gemacht. Fluoridzahnpasta habe ich mir mal schnell abgewöhnt, obwohl meine Zahnärztin immer noch dazu rät, mir Zahnpasta mit Fluorid und Mikroplaste in den Mund zu stecken. Sage ich nein, danke. Ich nehme irgendeine Zahncreme mit, hab's leider die Firma vergessen, ohne Fluorid. Gibt es aber auch in Kaufland und jeder Drogerie. Das ist jetzt nicht Wunderwerk. Und ja, ich habe deswegen eine Autoimmunkrankheit, Oligi. Hast du das mein Wildkräuter-Video gesehen? Da habe ich meine Schuppenflechte mal in die Kamera gehalten. Arbeitet von da und bekommt deutsches Gehalt. Ja, genau. Kann man auch machen. Möglich. Aber ich empfehle die Sparvariante. Ein bisschen was zusammenzusparen. Ist trocken? Ja. Silber auch trocken. Das Schwierige, wovor ich ein bisschen Schiss habe, ist, du musst in solchen Ländern Dolmetscher finden. Die kosten Geld. Das finde ich nicht ganz so prägend. Damit du da den ganzen Beamtenkram mit Haushof oder Mietwohnung und so weiter und so fort regeln kannst, bis du da eingebürgert bist und Staatsbürgerschaft beantragt hast und so weiter und so Gnetsch. Aber dann, wenn das erstmal alles grob im Gange ist, kann sich dann auch im Laufe der Jahre ein bisschen die Sprache selber drauf schaffen, so ein paar Grundwörter.
Hiernach noch eine Wandreihe. Dann habe ich eine sechsreihige Außenwand, die aus vier Steilwänden und zwei Schrägwänden besteht. Ein Politiker, dem Verlogenen Mund aufmacht. Februar hat ein SPD-Fatzke gesagt, da stehen 600.000 Migranten für die Ernte bereit. Jetzt ist es soweit und wo sind sie? I don't know. Ich weiß nur, dass der Spargel dieses Jahr teurer ist als letztes Jahr. Der wird, glaube ich, in Polen gestochen. Weiß das, weil meine Mutter den verkauft. Meine Mutter ist professionelle Spargelverkäuferin. Und ja. I don't know, wer sie sind. So, einmal rum ums Karree. Ich hab's geschafft. Jo, jetzt kommen wir zum Händler und dann mache ich die Wand da komplett am Stück. Dann noch eine letzte Reihe und dann höhle ich die Mitte aus und dann ist der Bunker im Grunde genommen fertig. Dann kann der Turmbau beginnen. Kein Wunder, ist der teurer. Wir hatten Rumänen für Tage eingeflogen. So. Rumänen, echt? Das ist ja krass. Gerade an Rumänien gedacht. War in der Sendung Armes Deutschland, Folge 12, 13 und 14. Zieht jemand nach Rumänien, weil seine 600-Euro-Rente in Deutschland nicht reicht. Heute wollte ich zum Friesen, sagt, der zu mir kommt den nächsten Monat mal wieder. Zum Friesen? Zum Friesen? Also Friseur? Komm, nächsten. Ach ja, ein paar Kommas würden dem Satz nicht schaden. Das würde sich um ein Vielfaches leichter lesen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein Meister in Interpunktion bin? Im Setzen von Kommata, Semikolon, Punkten, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Interpunktion ist sehr gut, macht Sätze lesbar. Na, heute wollte ich zum Friesen, Komma, sagt er zu mir, Komma, Anführungsstriche unten, komm nächsten Monat mal wieder, Punkt, Anführungsstriche oben. Denn Sätze von anderen, die man wiedergibt, muss man Anführungsstriche setzen, damit man weiß, dass es ein wiederholter und vorgelesener Satz ist. Ich war heute beim Friseur. Nein, hast du wieder kurz gemacht. Ich mag doch, wenn du diese Haare so lang hast. Und dann so glatt nach hinten kämmst und dann im Stream sitzt, das finde ich sehr edel immer. Hast du bestimmt wieder kurz gemacht, Delfino. Dabei mag ich es, wenn du lange Haare trägst. Das mag ich bei jedem Menschen. Auch bei mir. Kann man das Spiel eigentlich gut sehen? Ruckt mal, steht meine Cam? Alles gut, ne? Komm ich auf die zweite Staffel von dem, was ich gerade gesummt habe. War notwendig, die haben sich hinten schon richtig eingedreht. So schlimm. Du musst einen Zopf machen. Ich finde, das sieht bei dir geil aus. Ich habe die schon mal so richtig lang bei dir gesehen. Das war schon nicht ohne. Ist aber lange her. Ein Jahr oder zwei. Vielleicht sogar noch etwas länger. Ich kann Zeit sehr schlecht schätzen. Ich aktuell so viel Scheiße mache. Ich verbringe so viel Lebenszeit mit meiner Freundin im Bett, dass ich echt nicht mehr weiß. An mir gehen rasend die Jahre so vorbei. Das ist unglaublich.
Dafür gucke ich viele schöne Filme. Stell mir gerade einen behaarten Delfin vor. Mit Bart und behaartem Arschloch. Sehr schön. Ach ja. Ah. Widerlich. Auf Kino, ihr geht. Wasser drüber geht es in Zeit. Sobald sie trocken sind, drehen sie sich wieder ein. Krass. Da hast du doch einfach gedreht. Stört dich das? Ist das unangenehm? Was macht es mit dir, wenn sie eingedreht sind? Verfilzen sie dann? Ich hab das schon mal gesehen, du hattest eine richtige Prinz Eisenhardt Frisur. Bis hier. Und dann war hinten so eine ganz kleine Welle mal. Warte. Die waren mal bis hier bei dir, Delfino. Und dann so ganz leicht, hier unten fing so an. So als wolltest du mal ein Lockenmensch werden oder so. Ach ja. Ja, ist etwas unangenehm, speziell wenn die Sonnenstärke rauskommt. Oh, okay. Sonne, das ist auch so ein Ding. Es hat die letzten 3 Tage geregnet. Das hat mich hochdepressiv gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sehr, sehr depressiv gemacht. Und heute stand ich im strömenden Regen auf meinem Hof, auf meiner Leiter. Dazu kann ich auch das aktuelle Video von meinem Zweitkanal empfehlen. Da seht ihr mich leitern. Und habe geguckt, ob es an meiner Wand lang regnet, weil es in der Nähe meines Dachkastens nicht ganz, ganz war. Dazu empfehle ich euch wirklich mein aktuelles Video von meinem Zweitkanal. Ich mache es wie die Schäfer. Hab Schneidemaschine. Alle paar Wochen auf einmal. Ja, genau so mache ich das. Ich habe also einen Scharfscherer für den Kopf, nehme den aber auch gleichzeitig für den Bart. Also ich mache den ganzen Kopf mit so einem Rasierer und ich habe sogar einen mit Strom, einen ohne Akku. Ich habe mal einen mit Akku, der war alle 11 Sekunden leer und ging schnell kaputt, das geht gar nicht. Und jetzt habe ich einen mit Strom mir besorgen lassen, der ist dafür rostet. Aber der hält und hält und hält und damit mache ich immer meinen Bart und meinen Kopf als ein Ganzes. Einfach alles auf 1 mm scheren, genau. Mit einem ganz normalen Haarscherer, deswegen brauche ich keinen Rasierapparat. Das schon seit 10 Jahren. Oligi, wir sind da ziemlich ähnlich, ich würde gerne mal ein Foto von dir sehen. Na, ich muss auch morgen fahren. Ich mach ein paar Fris. Na, schreibt man groß. Komma. Ich muss auch morgen fahren. Komma. Nee, nochmal. Na, komma. Ich muss auch morgen. Komma. Fahre ich mal ein paar Friseure ab. Punkt. Deine Sätze, Speedboy, sind die krassesten. Der Bart ist auch weg. Dein Bart, Delfino, ist nicht erlaubt. Du hast gar nicht so oft Bart, also geht ja bei dir. Eigentlich. Bei der Vino. War zu erinnern. Ja. Ziel ist okay, lass mich. Ziel, Komma, ist okay. Punkt. Lass mich. Ausrufezeichen. Ach ja, die Interfunktion, ich liebe es. Das könnt ihr auch in meinen YouTube-Kommentaren lesen. Da ist die Interpunktion immer eine 1,0. Dafür sitze ich 3-4 Stunden an so einem Vortrag. Und darum wollen wir die Mauer wieder. Ja, was schickt mir denn der Speedbull für schöne Smileys? Von Weitem sieht's aus wie Radieschen. Von nahen, na, reden wir nicht drüber. Weiten sieht aus wie ein Radieschen auf dem Kopf. Ich stelle mir einfach vor, Speedbo hat mir gerade 3 Radieschen geschickt. Das wäre fein, oder? Oh, mein Lappen hat schon wieder Hunger. Ist mal was, Lappen. Hat er Durst? Nee, Durst hat er nicht. Das ist so schöne Smileys.
Von Weitem sieht aus wie ein Schokoriecher, von Nahen, naja, red mal nicht drüber. Hier, von Weitem sieht man auch gar nicht, was es sein soll, Leute. Hier ist ein Radieschen, seht ihr das? Und hier ist ein Schokoriecher. Schokoriecher. Von Weitem sind Smileys immer sehr angenehm. Es bleibt der Fantasie überlassen, was es... Der ist nicht schlecht. Den lasse ich mal durchgehen als lachendes, buntes Gesicht. Nicht unähnlich meinen Smileys. Moment. Oh Gott, ich habe Twitch gar nicht geöffnet. Moment, das geht nicht. Ich muss mal Twitch öffnen. Da bricht mein Rechner zusammen, weil sich mein Explorer mal wieder zerschießt. Das so gehabt, nachdem ich Windows freigeschalten hat. Oh, ich hasse es. Dass der Explorer von Windows 7 nie ganz sein kann. Ja, dieser lachende Smiley ist nicht ganz unähnlich meinem, ne? Ja. Aber wir können ja leider zoomen. Das ist das Problem. Ein blauer Kirby. Ein Keksfrist. Ein weißer Kirby. Mit Heiligenschein. Und ein Radieschen, was Mimi sagt. Also vor allem hier, die Radieschen sind besonders speziell. Geiles Programm habe ich übrigens. Ich kann immer alles zoomen. Damit ich eure Smileys immer sehen kann. Hier ein Apfel. Kauft übrigens mehr Apple-Produkte. Ist die beste Firma, die es gibt. Das kann ich euch nur empfehlen. Harr, harr. Ach ja, wo war ich stehen geblieben? Oh, war irgendwas kaputt jetzt? War irgendwas kaputt an der Zeit? Ah ja. Das war ein Smiley. Tüte Erdbeer mit zwei Herzen im Auge. Sehr komisch. Also, du hast auch komisch Smileys, wie cool. So. Und wir fahren hoch. Mit etwas Glück, wenn ich nicht wieder in YouTube-Beats versinke. Ich habe den letzten Tag mit meiner Freundin im Bett verbracht. Bei ihr wie bei mir. Und da kam ich nicht dazu, YouTube-Videos zu gucken. Ich muss noch 300 Videos in den alternativen Medienkreisen gucken. Wenn ich schaffe, streame ich morgen früh und gucke nicht ganz so viele Videos. Ich habe mir vor, wenn ich mal früh ist aufgestanden bin, Banjo-Tooie zu streamen. Nur früh macht das für mich Sinn. Genug. Was ist mit genug? Was ist genug, Smileys? Ich hab mal Bock, früh ist hier Banjo und so dazu zu streamen. So, jetzt ist die ganze Wand trocken. Na, das macht doch Laune. Ich weiß nicht, ob Beton reichen wird. Ah, eigentlich geht das noch. Die nächste Wandreihe kann ich auf jeden Fall noch setzen. Aber ob ich sie doppelt würdeln kann, weiß ich noch nicht. Bip, bup, bap, bip, bola, la, lip. Bip, bola, la, lip. Bip, bim, bu. So, bin mal No Man's Sky zocken. Dabei sehr viel Spaß. Könnt ihr mir sagen, was es gekostet hat? Das Spiel gönne ich dir. Aber ich hoffe, dass du es auch eines Tages für uns streamen wirst. Das gilt übrigens auch für Delfino. Morgen streamen, wenn andere schlafen oder deine Kohle verdienen und dann meckert keiner falsch gut. Du wirst es nicht glauben, früh schauen sehr viele zu, Oligi. Die heißen dann Catshire, Quatschni und Toll. Manchmal sogar Snow, ne? Du wirst dich wundern, wer früh ab und an hier zuschaut und sogar kräftig und fleißig spendet. Das hat mich beim letzten Mal aus den Latschen gehauen, wie viel da auf einen Schlag gespendet haben. 16,80 Euro oder so. Hä? Achso, 16,80 Euro. Ah, okay, danke. Was wollte ich noch sagen?
Ich habe schon meine Zuschauer, frühes Oligi, die sind aber andere. Und was wollte ich noch sagen? So früh ist es nicht. Vielleicht 10 Uhr oder so oder 11 Uhr. Ist nicht so früh. Spenden, ich könnte kotzen, kommen wir nicht damit. Doch, bei mir sind... Ja, für die, die das noch nicht wissen. Also jetzt sind die da, jetzt wir haben die beim letzten Mal gespendet haben. Es ist noch mehr abgeraucht in den letzten Tagen. Jetzt ist auch noch meine Tischmaus kaputt gegangen, die ich auf dem Esstisch habe. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt müsste ich in den Golem noch Computermaus reinschreiben. Zuerst raucht mir der USB-Verteiler ab. Dann rauchen mir zwei Kameras ab. Die Logitech C270 und die Microsoft Cam. Jetzt raucht mir auch noch meine Tischmaus ab. Ich habe ein massives Problem. Bei mir raucht alles ab, deswegen brauche ich dringend eure Spenden, inklusive die Spenden von Oligi. Das sind die wichtigsten. Sag mal, Oligi, du spendest doch immer bei Feiertagen was. Du hast mir zu Ostern dieses Jahr nicht gespendet. Schäm dich. Bei Ostern hatte ich so ein hübsches Osterei. Da kam gleich ein paar Bitspenden von irgendwen. Ich weiß noch nicht mehr von wen. Aber keine Money-Spenden. Ich weiß, dass ich zu Ostern keine Money-Spenden gekriegt habe. Hier kam's der Money. Nee, ich bin euch unendlich dankbar, wenn ihr diesen Kohl voll macht. Dann kaufe ich mir richtig, richtig qualitativ hochwertige Technik, die länger als 5 Sekunden hält. Ich kaufe eine Kamera, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was die von der Qualität hat. Das habt ihr aber noch keinen Streamer gesehen. Nichts mehr mit USB-Cam. Mit USB bin ich für alle Zeiten durch. Betreibe nie wieder eine Cam über USB-Signal. Solange ich lebe. Auch Mikro nicht mehr. Ich verwende jetzt alte Technik. Ich werde mir ein Mikro kaufen für meine, weil meine Cams sind ja durchgebrannt. Das heißt, deswegen rauscht auch mein Mikro jetzt so ein bisschen, wenn er mich reden hört. Auch Mikro gehe ich jetzt wieder über Klinke. Ich will überhaupt nicht mehr mit USB zu tun haben. Meine Tastatur und eine Hauptmaus, ja, das geht gerade noch so, aber dann das war's dann auch schon. Mit USB ganz, ganz schlimm. Finde ich diese alten Kabel, diese alten Druckeranschlüsse mit diesen Schraubkabeln viel, 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 viel sympathischer. Gelben und die pinken, ich weiß nicht wie die hießen. Kennt ihr die noch? Wie man früher Drucker angeschlossen habt. Ha! Diese Kabel habe ich sogar in der Serie Stargate an den Laptop gesehen. Die Serie ist ja aus den 2001er Jahren überwiegend. Da hat diese fetten Druckeranschlüsse am Laptop. Die natürlich etwas dicker waren als unser heutigen Laptop. Aber noch dünner brauchen sie echt nicht werden. Reicht wie sie sind. Laptop-Tastaturen sowieso nicht so prickelnd zum Schreiben mit so Flachknöpfen. Wie für das Thema gekommen? Ach ja, durch meine Webcams. Die alle durch die Bank weg kaputt gebrannt sind. Warum? USB! So. Wo muss ich hin? Da. Ach ne, war ein Lichteffekt. Ich dachte, hier wäre der Einzige trocknet. Das sieht alles sehr gut aus. Jo! Die Ecken muss ich wieder als erstes machen. Dazu müssten wir hier mal trocknen. Mit Schaum oder Pedet beim Trocknen zu, in dem Fall im Beton beim Trocknen. Und während sie trocknen, kann man wieder ein bisschen bohren. Erdbohren.
Ich liebe dieses Video. Ich wünschte, ich könnte es verlinken. Geht aber nicht, da es jemand auf Telegram hochgeladen hat. Die aktuelle Welt, die spielt sich fast vollständig auf Telegram ab. Das ist der neue Trend-Hype. Das Doofe ist, wenn du einer Videos hochlädt, hast du keinen Link. Du kannst es nur innerhalb einer Telegram-Gruppe teilen, so wie bei Twitter oder Facebook, weiterleiten. Instagram. Alles so in sich geschlossenes Zeug. Einmal Links zum Weiterleiten viel besser. Kann man eben bei Cat anrufen und sie wecken? Das ist so jemand, der mir heute noch fehlt im Stream.
so ein bisschen in Telegram unterwegs. Mich mal Tippel hört ab und an. Oh, der Bohrer ist nicht lauter als meine Stimme. Was das angeht, immer gerne Feedback von euch. Falls der Bohrer in 7 Days lauter sein sollte als meine Stimme. Das wäre gar nicht gut für den Stream. Wenn der Mikro sich einschaltet, habe ich ein Rauschen. Sehr gut, Oligi, sehr gut, dass du es auch schon mitbekommst. Ich rechtfertige mich seit 3 Streams dafür und habe doch gesagt, Spende genau deswegen. Mein Mikro ist durchgebrannt. Jetzt ist es verstanden worden. Ich habe ein Noise Gate reingemacht, was verhindert, dass es rauscht, wenn ich nicht spreche. Aber wenn ich spreche, ist das Rauschen leider wieder mit aufgeschaltet. Aber ich habe wenigstens das Rauschen nicht, wenn ich nicht rede, weil ich Noise Gate reingemacht habe. Falls ihr wisst, was das ist. Warte. Mein Ohren sind eben zugefallen. Was hast du gesagt? Wenn du spendest, dir das Rauschen weg, habe ich gesagt. Weil das Rauschen ist ja durch meine durchgebrannte Webcam. Das Bild geht schon von der Webcam nicht mehr. Da hast du gesagt, stell mal eine Kerze mehr auf. Das Bild ist schon kaputt. Jetzt ist das Mikro von der Webcam auch noch kaputt gegangen. Wieder zugefallen. Was? Meine Güte. Nochmal, dieses Rauschen, was du vornimmst, ist nur deswegen da, weil du nicht spendest. Verstehst du das jetzt? Das ist der ganze Sinn. Ich stream hier an einem seidenen Faden. Es kann jederzeit alles zusammenbrechen und ich kann nicht mehr am Spenden betteln. Hier bricht alles zusammen. Ich will komplett weg von USB. Naja, komplett nicht. Die Nebengeräte noch, die unwichtigen Nebengeräte noch. Die laufen weiter USB, deswegen brauche ich ja den teuren USB-Verteiler, den ich mir holen will. Aber die Hauptgeräte wie Kamera und Mikro laufen nur noch über Klinke und LAN bei mir in Zukunft. Und dafür bitte weiter Geld spenden. Danke. Wenn du Zeichensprache machst, werde ich blind. Das ist aber, ne? Das Rauschen, das ist der Punkt. Das ist mein Problem. Ich habe kein Mikro mehr, was nicht rauscht. Das Mikro von der Microsoft Cam rauscht genauso. Ist das geil? Alle Mikros rauschen bei mir, die ich aktuell angeschlossen habe. Einzige Vermutung, die ich noch hätte, wäre, dass es vielleicht auch am Mainboard liegt, aber... sehr unwahrscheinlich. Ich habe das auch nicht mehr am halb kaputten USB-Verteiler dran, die USB-Cam, sondern ich habe die wirklich direkt am PC. Und da wundert es mich schon sehr, dass es da noch rauscht. Da habe ich dann auch noch einen Original 2.0-Anschluss, die für die Webcam gemacht ist und nicht einen 3.0-Anschluss. Das heißt, ich habe alles beachtet, was man beachten muss. Ich habe es nicht an der Starkstromleitung langlegen, das Kabel. Ich habe alles Mögliche beachtet, damit kein Störsignal kommt und trotzdem rauscht die Kamera und die Kamera daneben auch. Obwohl es KWN woanders lang geht. Gut, bei anderen Cam könnte man sagen, ich habe die über einen halb kaputten USB-Verteiler, dass sie deswegen rauscht. Aber es rauschen eben aktuell alle USB-Cams bei mir und ich weiß nicht warum. Es kam auch aus den letzten Tage. Richtig Wochen. Auch das Bild, was ihr aktuell seht. Ich habe eine 13 Jahre alte, runtergefallene 5-Euro-Cam. Ich pfeife auf dem letzten Loch. Ach, Speedball, wenn mein Mikro rauscht. Naja, du arbeitest doch hart und schwer. Du hast doch sicherlich Geld, Speedball. Wenn das Rauschen weggehen soll, musst du spenden. Unten findest du einen Spendenlink. Der ist ganz groß.
kannst so viel Geld werden wie los, wie der Goal ist ja fast voll, Mensch. Gibt jeder von euch einen halben Cent, ist der Goal voll. Wenn alle, die sich über das Rauschen beschweren, nur 1 Euro geben, ist der Goal voll und ich kaufe mir sofort ein neues Mikro. Die Amazon-Bestellung juckt mir schon in den Fingern. Ich werde richtig blechen. Teilweise wird das Geld des Cools noch nicht mal reichen. Weil Klinkenmikros und Kohle noch nicht mal mit inbegriffen. Aber vielleicht passt es noch mit rein, mal gucken. Da ich noch nicht endgültig zu 100% entschieden. Hören Sie wieder zu. Ach, ist der Krüge, Oligi. Hören Sie wieder zu. Was? Man bekommt Geld beim Arbeiten. Ja, man bekommt Geld beim Arbeiten. Wie ich hier jetzt ja auch. Ich arbeite ja jetzt hart und schwer für euch und dafür bekomme ich auch manchmal Geld. Ja, fürs hart Arbeiten hier, fürs Mitternachtsstream bekommt man Geld. Und du auch fürs Gabelstapler fahren oder Kisten hocken. Und wenn du davon nur 10% abgibst, bist du glücklich und andere auch glücklich. Dann machst du mehr Leute glücklich. Und du bist genauso reich wie vorher, hast du nur 10% abgegeben. Also von daher, so einfach kann das Leben sein. Wenn jeder nur 10% von seinem Gewinn abgibt, ist jeder reich. Ja, diese eine scheiß Ecke muss jetzt hier noch trocknen. Die nervt ein bisschen. Ja, okay, schon den Mittelstein setzen. Da weiß ich nämlich nicht, ob es die erste Lage ist oder die zweite. Deswegen kann ich nicht einfach jetzt einen Matschbeton davor setzen. Aber der Bunker wird immer, immer, immer sachlicher und größer und fertiger und schöner. Also können 50 von diesen, wie heißen die Zombies, die sich selber sprengen, kommen. Und hier passiert nichts. Groß. Großartikus. Großartikus. Das ist ein Spruch aus dem Film Die römische Kanone. Sehr sehenswert übrigens. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich schaue euch jetzt die römische Kanone an. Ach, es gibt so viele gute Filme. Eigentlich könnte ich jeden Tag ein Video drin. Bomber heißen die. Bomber, echt? War da nicht irgendwas mit Detonator oder so? Oder was heißt der? Bomber? Hast du die nicht selber mal anders genannt? Die mit dem Sprenggurt hier. Also ich will ja wissen, wie die heißen. Also wenn du das jetzt als Frage stellst, die Aussage, die halt bumm machen, die Zombies, die halt und so. Wenn du das als Frage formulierst, ja, ich weiß es auch schlecht nicht. Fragezeichen irritiert mich gerade ein bisschen. Ich wünschte, ich könnte das Spiel reinpusten, damit der Beton schon mal trocknet. In Real Life brauchst du nur nachts zu schlafen, dass der Beton am nächsten Tag meistens trocken im Frühling, Sommer, Herbst. Im Winter sollte man lieber nicht betonieren, das habe ich mir abgewöhnt. Das ging nicht gut. Hat eine Bombenweste. So ein Religionskrieger, ja, das passt natürlich, ja.
Was ist das denn? Also. Das kann ich mir später angucken. Oder Frostschutzverein. Jetzt habe ich einen Hänger. Den Kontext verstehe ich jetzt nicht. Weil ich schon wieder vergessen habe, was ich in den letzten 1,5 Minuten gesagt habe. Weil ich nebenbei noch Multitask und mich auf andere Dinge konzentriere. Speedboots war ich völlig raus aus dem Thema. Reden wir noch über Zombies? Den Beton im Winter ziehe. Ah, wir waren bei meinem Beton hier im Winter. Echt? Man kann im Beton Frostschutz reinmachen? Das wusste ich ja mal gar nicht. Das ist ja widerlich, die Vorstellung. So nötig habe ich zum Glück Betonieren nicht. Das kann auch immer mal Winter länger warten. Meine Fliesen brechen auf meinen Hof halt weg und die muss ich halt immer nachmachen. Ich kann euch ein Foto zeichnen, das habe ich heute auch schon gemacht. Heute Nachmittag. Warte mal ab. Passt auf. Ich zeige euch jetzt ein richtig geiles Foto. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die vielen Nacktfotos von meiner Freundin dazwischen habe. So. Hier. Junge, habe ich viele Tabs offen. Horror! Vorne Böder sind auch alle weg. Das müsste es sein. Sehr gut. So sieht Betonieren bei mir auf dem Hof aus. Wenn die Fliesen wegknacken. Und die knacken ständig Fliesen weg. Haben wir immer auf dem Bau gemacht, wo ich noch auf dem Bau gearbeitet habe. Das ist schön, danke, dass du dein Wissen teilst. Wusste ich echt nicht, dass sowas geht. Frostschutz für Beton. Muss ich mal googeln. Was ich irgendwann suche, ist noch Betonfarbe, damit er glatt wird und ich besser fegen kann. Damit er sich nicht zu sehr abschichtet, abnutzt. Im Moment ist die Schicht noch ziemlich dick. Noch ein paar Jahre länger, also nicht mehr so dick. Will ich noch mit euch was pinseln? Weil mir knacken halt immer die Fliesen weg, weil da drüber war mein Dach. Und das Dach ist jetzt weg, weil eingekracht. Das heißt, es regnet auf die Fliesen. Zum einen sind ein paar Fliesen zerschmettert, weil das Dach drauf gekracht ist. Und zum anderen sind die Fliesen nicht für dieses Nassheit gemacht, wird gedacht gewesen. Das heißt, das Wasser sammelt sich unter den Fliesen, löst die auf. Dann quellen die auf, drücken sich nach oben, du latscht drauf und es macht knack. Und so sind auf meinem Hof zig Fliesen kaputt gegangen. Und hier betoniere ich halt immer ein bisschen. Letzte Mal haben sie im heißen September. Jetzt habe ich es im Juni, Juli vor. I hope so. Danke dazu. Ach ja, und ich pflanze auf meinem Hof Nahrung an. Hier könnt ihr euch auch angucken. Ich habe da so ein kleines Beet am Rand, wo keine Fliesen sind, sondern nur Erde. Hier war eine Wand vertäfelt davor. Und deswegen wurde nur bis zu dieser Vorwand gefliest. Als die Wand eingekracht ist, habe ich dort Erde gesehen. Das habe ich gleich mal genutzt, um hier Giersch anzupflanzen. Sehr gesund. Sehr Vitamin C reich. Werdet ihr sehr, sehr gesund. Also die sekundären Pflanzenstoffe, die sind der Hammer. Das Zeug schmeckt wie Petersilie. Ich kann jedem nur empfehlen, Giersch zu essen. Eine Pflanze, dein Lebensabend ist gerettet. Genau, Oligi, du hast es erraten. Es waren 3 Stück, jetzt sind es schon 10. Also vorher habe ich von der Wiese gegenüber meines Hauses habe ich drei kleine Pflänzchen geholt und im Herbst dort gepflanzt und jetzt im Frühling sind es 10 Stück. Und wenn sich das nochmal verdreifacht, kann ich die erste Ernte machen. Schmeckt wirklich wie Petersilie. Im gekochten Zustand soll es wie Spinat schmecken. Es hat Unmengen Vitamin C und Eisen und 5000 andere sekundäre Pflanzenstoffen. Ganz normal, Frostschutz ist ja nur für das Wasser im Beton nicht friert. Also irgendein Frostschutz. Was du auch für normales Wasser nimmst, meinst du? Okay. Sehr, sehr spannend, Sweetbull.
Und ja, Uligi, ich habe sehr viele Videos gedreht, die ich in den nächsten 2 Monaten hochlade, wo ich immer wieder mal Spitzen für dich eingebaut habe auf meinem Hauptkanal. Weil du dich so freust, dass ich und meine Freundin Pflanzen esse. Wir haben extra Salate nur für dich teilweise hergestellt, Uligi. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir da noch raushauen werden in den nächsten 2 Monaten. Ich habe jetzt 25 Videos mit meiner Freundin gedreht. Ich lade jede Woche 1 bis 2 hoch. Das wird der Hammer. Ich habe auch vorhin wieder 1 hochgeladen auf meinen Hauptkanal. Bitte jetzt anklicken und liken. Danke. Und teilen. Jeden sagen, dass es mich gibt. Das ist ganz wichtig. Bewerbung kann man nie genug haben. Ein Ossi auf der Wiese grasend. Ich freue mich. Ja. Extra für dich. Sag mal, ist das nicht auch ästhetisch für dich, dieses unglaublich leckere, saftige Grün heute im Regen fotografiert? Ist das nicht der absolute Wahnsinn? So was Leckeres schon mal gesehen? Gott, das ist pure Gesundheit. Das hier Tinte auf dem Füller und Muckis in den Armen. Guckt euch mal meine Arme an hier, wie die werden, nur weil ich das esse hier. Das ist wahre Pflanzenbauer hier. Das ist pure, pure Muskelmasse. Das ist der Wahnsinn, ist das hier. Ich weiß ja nicht mehr, wohin mit diesen Muskeln. Das sind fast 40 cm Umfang hier. Das ist irre. Irre. Wie viel Energie und Kraft dadurch erhalte. Dieses gesunde, vitale. Ich bin stark wie ein Ochse. Der frisst auch nirgends noch sowas. So. Wir dazu. Unterstütze lieber Minderheiten. Ja, mach das. Speedboy, was lachst du? Hast du noch nie einen Bodybuilder bei der Arbeit gesehen? Da stellt sich doch mir die Frage, ob du meine Fitness-Guru-Videos gesehen hast. Falls nicht, müsste ich sie dir mal schnell verlinken. So. Gleich habe ich die Ecken fertig. Sehr schön. Und dann kann ich die 4. und letzte Wand machen. Und dann habe ich hier 6 Reihenschicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist mal ein Bunker. Wirklich. So langweilig es auch ist. Oh Gott, ist schon wieder spät. Ich glaube, ich mache gleich den Stream beenden. Spenden werden heute wohl nicht mehr reinkommen. Das macht aber auch nichts. Da ihr immer so großzügig zu mir seid, streame ich auch ab und an mal ohne Geld. Ne? So bin ich zu euch hier. Ich esse lieber einen Ochsen. Ja, das ist mir klar. Das ist aber Energieverschwendung, immer dieses Umwandeln in ungesundes, krebserregendes Fleisch. Das ist keine gute Idee, Sweetbull. Ochsen essen habe ich mir vor langer Zeit abgewöhnt. Ich esse lieber das Gras. Guck, hast du meine Muskeln nicht gesehen, Sweetbull? Ich bin ein Ochse. Das klingt jetzt komisch irgendwie. Ich bin stark wie ein Ochse. Klingt besser. Ich wandle euch auch lieber um. Nee, vor 5 Jahren habe ich mich für Fleisch für immer verabschiedet. Das habe ich zu verdanken Lars und Alexandra vom Kanal Rohe Energie. Die haben mich überzeugt und seitdem, seit April 2015, esse ich kein Fleisch mehr. Jetzt haben wir übrigens April 2020, jetzt Mai, die 5 Jahre sind rum. Ein halbes Jahrzehnt ohne Fleisch und ich lebe noch. Nein, doch. Oh, unfassbar. Man kann ohne Fleisch leben. Ja, es klingt wie ein Gerücht, aber es ist wirklich so. Ach ja. Geht es mir auch so gut, weil ich heute wieder Vitamin C geschluckt habe. Mein Gott, hat es reingeknallt. Wenigstens rausche ich nicht mehr nur. Ach, rauche! Ich werde schon wieder von der Motte angegriffen. Motte, würdest du bitte in den Flur fliegen? Danke. Da habe ich immer so schönes Fliegenband aufgehangen. Die Motte geht einfach nicht da rein. Ein Stück Fleisch auf den Grill. Wie traurig sieht da ein geröstete Rübe aus. Ich hab doch auch Fleisch. Es besteht nur aus Pflanzenprotein, Oligi. Ich esse doch auch Fleisch. Würstchen esse ich. Gehacktes Klopse esse ich.
Steak-Essig, Rindfleisch-Burger-Essig, kommt demnächst auf meinen Hauptkanal. Das ist halt nur aus Pflanzenproteinen, dieses ganze echte, nicht Fleisch. Ihr könnt auch auf die Konsistenz und den Geschmack nicht verzichten, Oligi. Aber es muss eben nicht mehr so aus Tier sein, verstehst du? Das muss nicht sein mehr. Es riecht auch nicht so gut, wenn es aus Tier ist, habe ich festgestellt beim letzten Döner. Na klar, rote Beete durch den Wolf und sich sagen, das ist Hack. Es ist im Grunde genommen, wenn du Mehl ausschwemmst, erhältst du dieses Zeug. Du kriegst dieses Klebereiweiß. Und das wird dann gefärbt und schon hast du Fleisch. Das ist im Grunde genommen Klebereiweiß aus Weizenmehl. Im Grunde genommen sowas wie Mehl. Würde die Motte bitte sterben gehen, danke. Ich bin mal gespannt, wie viele Mottenfallen ich noch auflegen muss, bis ich endlich alle Motten losgeworden bin. Motte, flieg mal raus. Ich mach mal eher etwas dunkler, damit die Motte den Weg in den Flur findet. Also ihr seht mich jetzt mal kurz nicht. Rote Beete ist vor allem nicht schlecht. Kühe essen nur Gemüse. Im Grunde sind sie auch Gemüse. Ja, eben nicht. Die sind vegan, ich auch. Er hat 2 Big Bocken geraucht und ich bekomme wieder besser Luft. Big Bocken? Was sind Big Bocken? Also Speedboot dampft schon mal nicht mehr, raucht schon mal nicht mehr, sondern dampft nur noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ich dir jetzt noch das Fleisch abgewöhnen kann, dann ist meine Mission perfekt und das Leben okay. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch sehen könnt, aber ich muss die Motte jetzt mal in den Flur fliegen lassen. Motte, wärst du so gut in den Flur zu fliegen? Das wäre sehr lieb von dir, danke. Ich rauche weiter, ich will nicht gern gesund sterben. Ja, das ist natürlich, ne, wenn man so ein Lebensziel hat, ist das natürlich wichtig, da weiterzumachen, Oligi. Du musst vor allem besonders viel Fleisch essen. Da kommt der Krebs doppelt so schnell durchs Rauchen. Ach, das ist dann natürlich okay, wenn du so diesen Weg wählst. Sehr wichtig. Zu sich und seinen Weg zu stehen, ist sehr wichtig. Meine Tür hin. Naja, ich bin jedenfalls noch nie geraucht. Erschien mir nie weise. Stank immer so, als mein Vater gemacht hat in meiner kleinen Kindheit. Das heißt, ich hatte von Tag 1 an ein Traumata und mochte das gar nicht, weil ich nie Luft gekriegt habe. Vater mich als Kleinkind immer voll geraucht hat. Das ist mir so gar nicht gefallen. Big Boxen. 26 Zigaretten in einer Box. Okay. Die hast du früher geraucht, oder wie? Motte, bitte geh, danke. Wir brauchen keine Motten hier. Danke. Mach mal in der Küche auch noch das Licht an. Da kann die Motte noch weiter wegfliegen. Ja, ich habe richtig gehört, ich kann von hier aus mein Küchenlicht anschalten. Ein Schaltpult am Sofa. 2 Stück am Tag. Mit diesen riesigen Dingern, ne? Ja, das ist schon nicht ohne. Nicht sehr gesund. Als mein Vater, der mich in meiner Kleinkindheit immer gequält hat, dann aufgehört hat zu rauchen, war es fast zu spät. Hatte ich nur noch wenige Jahre was davon. Bis ich dann ausgezogen bin von meinen Eltern, da war ich schon 20 oder so. Du hast alles am Sessel? Selbstverständlich, ich bewege mich doch nicht. Ich kann unten im
unteren Stockwerk das Badlicht ausmachen, die Küche, die 10 Meter weit weg ist, das Flurlicht, Stubenlicht, WC-Raumlicht. Ich kann Heizung außen anschalten. Und einen Computerstrom. Wenn ich runtergefahren habe, kann ich sogar einen Strom vom Computer ausschalten. Alles hier. Ohne mich bewegen zu müssen. Darfst du, ich stehe auf, Oligi. Mein ganzes Leben lang hat dafür gearbeitet, nicht mehr mich bewegen zu müssen. Ich habe alles hier am Schaltpult. Hast du mein Schaltpult noch nie gesehen? Dann schau dir mal meine Playlist an, wie ich wohne und warum. Auf meinen Zweitkanal, Oligi. Auch ein Klo drunter. Ich wollte mal ein Klo und Sofa bauen. Ja, ja, ich hatte schon die Baupläne im Kopf dafür. Damit ich wirklich während des Fernsehgucken und während des Videospielens und Streams kacken kann. Das war alles schon mit geplant. Ich hatte auch überlegt, ob ich ein Waschbecken mit ins Sofa integriere und mir eine Kochplatte direkt vor mir auf den Tisch stelle. Damit ich mich nicht mehr bewegen muss, auch wenn ich essen will. Ich gehe nun schlafen, wünsche euch eine gute Nacht und schlaft noch. Gute Nacht, Tienchen, und danke nochmal für diese Spende, für diese riesengroße Spende. Macht es alle Tienchen nach und spendet. Dürft ruhig nachäffen. Nachäffen ist ja erlaubt, nur mich nicht. Also am Sofa habe ich alles so dick. Hier, ich kann das Licht hier anmachen. Am Sofa. Und das Flurlicht. Und vor mir habe ich noch ein zweites Schaltpult. Da konnte ich früher meinen Subwoofer an- und ausschalten. Meinen PC-Lautsprecher kann ich da an- und ausschalten. Die Zusatzlampe über mir. Mein Xbox-Strom kann ich dort an- und ausschalten. Es ist, ich habe so um die 6... 13 Knöpfe. Mit dem ich Ohren sind zu, was? Ach, Oligi, du solltest dir einen Ohrenarzt suchen. Ansonsten empfehle ich dir Chlordioxid trinken, das hilft auch gegen Ohrenschmerzen. Zumindest bei mir. Und nach Tienchen, als ich es noch nicht gesagt habe. Ach, mein Gedächtnis. Hast du Tienchen danach gesagt? Ich habe echt Angst, dass ihr alles zusammenkracht, wenn ich die mittleren Dings da noch wegnehme. Wenn ich noch keine Säulen habe. Dafür ist die Grundmauer sehr dick, wo das aufliegt. Solange noch kein Turm draufsteht, ne, mal gucken, ob es hält. Wenn nicht, erfahren wir es bald. Spätestens, wenn der mittlere Baustein weg ist. Aber ich will es ja erfahren. Deswegen lasse ich das. Ich will erfahren, ob das einstürzt. Bei dieser Größe. Und Delfino, kannst du mal die Ohren von Oligi öffnen? Er ist böse. Er kriegt immer einen Tinnitus bei den Wortbänden. Niemand weiß warum. Dabei spendet er einmal im Jahr zu Weihnachten. Und ist auch noch sehr stolz drauf. Ich bin auch sehr dankbar dafür. So Oligi sich wenigstens einmal im Jahr dazu begnügt, nicht Minderheiten zu unterstützen, sondern mich. Wobei, ich bin ja auch eine Minderheit. Ich bin ein Ossi. Was? Ach, vergiss es, Oligi. Das ist geil. Ach ja. Dass du hier bei mir gelandet bist, das ist schon ein Segen für die Menschheit. Du bist wirklich auch auf meinen Kanälen schon sehr bekannt. Die Leute feiern deine Kommentare. Und äffen sie sogar mittlerweile nach. Alle pleite. Hatte heute Burger mit Fleisch. Das ist das Problem. Hättest du veganen Burger gegessen, wärst du billiger gekommen. Das nächste Mal machst du einfach nur Rotkraut und Weißkraut drauf. Da hättest du heute einen Euro spenden können. Das wäre wirklich mal schön, wenn in diesem Kohl auch ein Euro landet. Kleine Spenden sind noch ja nicht in den Kohl vorhanden, sind nur große bisher gewesen. Ich vermisse die 1,88 Euro Spenden. Screenshot wert. Wer spendet 1,88 Euro? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Zack, zack, ihr könnt es alle, ich weiß es. Ihr kriegt das hin, ihr müsst euch nur überwinden. Schaut tief in euch rein, habt Mut. Mut zur Selbstverwirklichung. Spendet heute noch, bei mir. Hab auch kein Geld. Reicht nur noch für tägliches McDonald's.
Du bist böse. Ja, ich muss auch kürzer treten. Ich habe die letzten Tage so viele Bestellungen gemacht. Ich habe da jetzt was Neues für mich entdeckt. Wie man billig essen kann. Lachst dich kaputt. Da ich das auch schon in zig Wochen hochlade, blende ich es gleich mal ein, Oligi. Ich zeige dir schon mal einen kleinen Abschnitt, was ich in dem Video gemacht habe. Um wenn ich bestelle, dass ich viel billiger wegkomme. Wenn ich Essen bestelle. Das glaubst du nie, wie ich das mache. Mach nur noch schnell die Wand zu Ende. Und dann zeige ich euch mal einen Ausschnitt eines Videos, was ich auch schon in 4 Wochen hochladen werde. Was bitte spenden? Ich habe auch mal irgendwann was gespendet. Da bist du fast vom Stuhl gefallen. Ja, ja. Morgen darf ich 2 Euro und. Ich war geschockt. Ups. Ich war geschockt, dass du überhaupt spendest. Weil das so selten war. Ich guck mal, wo ich das Video habe. Zack, zack. Wie heißt das Video nochmal? War das Teil 2? So. Muss ich jetzt rendern. Andere Zeige. Na, wann kommt's? Das ist Essen. Genau. Ich zeige euch gleich mal, wie man Essen aufwertet. Ich habe. Na, wann? Ich habe mir chinesische Nudeln bestellt. Ich habe mir chinesische Nudeln bestellt und darauf habe ich dann eine Dose Bohnen gekippt für 30 Cent und Tomatenmatsch für 30 Cent drüber gekippt. Das sind Nudeln vom Chinesen, dann einfach kalte rote Bohnen drauf und kaltes Tomatenmatsch drauf. Und dann hat das doppelt so viel Ballaststoff und doppelt so viel Kohlenhydrate im Magen und doppelt so viel Eiweiß, zigfach viel Eiweiß, und dadurch wird man richtig satt. Während man von so einem chinesischen Ding da mit chinesischen Nudeln nie satt wird, man zwei bestellen muss. Das ist aber sehr teuer. Das kostet 3,50 Euro. Das ist Wahnsinn. Und ich habe halt. Ja, und dann kommt noch Pommesgewürz drüber, damit das ja einen Geschmack hat, weil Bohnen ohne alles und Tomatenmatsch ohne alles hat noch keinen Geschmack. Da haue ich dann noch Pommesgewürz drüber. Fertig. Und dann hat man ein günstiges Gericht, was Schweine satt macht, sehr, sehr billig war und trotzdem war es ein bestelltes Gericht von einer Firma. Von einem Essenslieferant. Was sagt ihr dazu? Jetzt seid ihr voll sprachlos, ne? Ja, ich bin ein Genie. Auch ich weiß, wie man Zeug kauft. Sieht aus, als wäre ein schrecklicher Mord passiert. Das sind chinesische Nudeln. Vom Fidschi-Schlitzauge. Von nebenan. Ach übrigens, dieser Fidschi, der hatte eine Corona-Maske auf. Die war größer als sein Kopf. Man hat nach Augen gesehen. Das war's. Das war witzig. Aber noch viel wichtiger ist, dass ihr jetzt mal einen Euro spendet. Oder einen halben wenigstens. Wobei es von der Gebühr her fast erst ab 2 Euro lohnt. Also bei 2 Euro zieht Twitch genauso viel Gebühr ab wie bei 1 Euro. Von daher ist ein Euro ziemlich albern. Aber 2 Euro lohnt sich auch gebührentechnisch. Also spendet mir doch jetzt bitte 2 Euro, damit ich ein neues, weniger rauschendes Mikro habe und was noch? USB-Verteiler. Denn der hat meine Cams kaputt gemacht. Das kommt auch noch gravierend hinzu. Ich muss nur in meinen Computer gucken, ob ich noch eine zweite LAN-Karte reinstecke, damit ich die LAN-Cam rankrieche. Sonst bin ich nicht gebessert. Ich muss die Netzwerkkarte noch einbauen in dem PC. Generell finde ich, dass alle Geräte über IP laufen lassen sollten. Nie mehr über USB. Das ist der schlechteste Anschluss, der je erfunden wurde. Das ist der allergrößte Rotz. Gibt es auch kein Verlängerungskabel und keinen USB-Verteiler, der nicht wenigstens ein paar schlechte Bewertungen hat, war aber irgendwen nie geht. Also USB geht wirklich bei irgendwen immer überhaupt nicht. Was? Ach, vergiss es, Oligi. Ich rede klar und deutlich.
Du sollst mir dein Geld geben. Ja. So was in der Richtung. Habe ich, glaube ich, gesagt. Hey, du gehst ja sicherlich hart arbeiten. Du kannst ja jeden Tag Zigaretten und Wein leisten. Wein, Weib und Gesang kannst du dir ja leisten. Wein, Weib und Gesang. Wein, Weib und Gesang leistet sich Odigi jeden Tag. Ich höre immer geben. Ist nicht nehmen seliger denn geben? Ja, deswegen nehme ich ja von dir. Aus meiner Perspektive mache ich alles richtig. Ich nehme. Das hast du schon vollkommen richtig verstanden. Habe ich mal ein Video gedreht. Das heißt wirklich nehmen ist seliger denn geben. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Da ist schon viele, viele Jahre her, ist auf meinem zweiten Kanal. Aber ich habe ein Video gedreht, das wirklich heißt nehmen ist seliger denn geben. Ja, das meinte ich völlig ernst. Der Kontext in dem Video ist auch sehr, sehr gut. Was ist mit meiner Perspektive? Die zählt nicht in meinem Universum. In meinem Universum zählt nur meine Perspektive. Das ist von entscheidender Wichtigkeit. Sonst hätte ich ein Problem. Die Mauer hast du eben gesetzt. Was soll da kaputt sein? Auch manchmal eckig mit einem Bohrer davor oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt ist, gering, aber ich habe ein Faible, ein Fimmel dafür, dass ich. Ich habe Kontrollzwang. Ich würde lieber sterben, als auch nur den kleinsten Riss zu riskieren. Also von daher. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Manchmal haue ich auch absichtlich davor, manchmal schleife ich mit dem Bohrer. Manchmal schieße ich, wenn Zombies kommen, haue Löcher rein. Und deswegen lieber alles 300 Mal nachkontrollieren. Das ist ganz wichtig. Das ist entscheidender Wichtigkeit. Präzise je die Welt zugrunde. Müde. Ich muss mir noch. Ja, ich mache jetzt gleich den Stream aus. Guck mir dann noch einen 6-Minuten Beitrag an, den Dr. Leonard Goldberg gepostet hat, und dann falle ich ins Bett. Warum nur hast du diesen Zwang nicht bei meinem Turm? Ja, das ist, weil der absolut nicht in meinem Sinne gebaut worden ist. Also ich hätte ihn viel präziser gebaut. Da ist der Untergrund der Erde bestimmt nicht geprüft worden, dass auch kein Riss drin ist. Und also was hier zum Beispiel. Allein da mache ich schon nicht ganz, wenn es von vornherein nicht absolut präzise ist, dass wirklich alles ganz ist, dann lohnt es sich nicht. Da lohnt es sich dann wirklich nicht, Oligi. Das muss schön und so, du gehst schon. Also, morgen Vormittag streame ich vielleicht Banjo-Tooie. Wenn ich wieder irgendwas dazwischen kommt. Ich bin so unfassbar müde. Danke fürs Zuschauen nochmal. Ja, ich glaube, wenn ich diese Mauer ersetzt habe, mache ich den Stream aus. Diese vierte und letzte Mauer und dann sind alle 6 Reihen fertig. Ich sag doch, Ende Mai. Das habe ich schon im März gesagt. Ende Mai ist sehr realistisch. Anfang Mitte März habe ich schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich Ende Mai hier fertig werde. Ende Mai, Ende Mai, Ende Mai.
Arbeit lohnt dich, aber das Geld abends abgreifen lohnt mehr. Genau. Das ist richtig. Arbeiten lohnt nicht, aber das Geld arbeiten oder abgreifen lohnt sich. Genau, ich habe von dem Besten gelernt. Von dir. Dumm nur, wenn sich zwei gegenüberstehen, die dieselbe Taktik haben. Ach, verdammt. So. Du warst ein cooler Padawan. Genau. Ach, heute habe ich übrigens einen Film geguckt, wo der Schauspieler mitspielt, der Obi-Wan Kenobi gespielt hat. 1977. Das war mal eine interessante Erfahrung. Ein sehr sehenswerter Film. So, jetzt habe ich gleich 6 Wände nebeneinander, die nicht mal Riss haben. Ich war der beste Padawan ever. Ups. Sieben Reihen dick brauchen wir dann wirklich nicht. Ich mag ihn nicht sehen. Ich warte immer darauf, dass er den Lichtsäbel zieht. Das wirst du noch nicht wiedererkennen, den Film. Ich guck da, der war 1951. Schaut euch das an. Das ist meine Bunkerwand, hä? Das ist meine Wand, Digga, ey. Diese Fläche so sau riesig, ist der Bunker trotz gigantischer Wand immer noch riesig. Ja, erinnert euch an das Geräusch. Das ist sehr, sehr sehenswert. Du würdest den Film lieben, Oligi, aber befasst dich mit Kapitalismus. Möchtest du wissen, wie der Film heißt? Ja, falls ihr das USB-Geräusch gerade hört, bei mir docken sich zur Abwechslung alle USB-Geräte an und ab. Allein weil Computer das macht, will ich mit USB nichts mehr zu tun haben. Kapitalismus ist meine Welt, genau. Da geht es um Verbrecher, um Syndikate, die Innovationen verhindern wollen. Der Film heißt Der Mann im weißen Anzug. Falls noch nicht gesehen, jetzt gucken. Geht Obi-Wan Kenobi mit. Als Hauptschauspieler. Als er noch jung und saftig war, so um die 30. Den kenne ich, Spitz. Ach, den kennst du schon! Ja, das wusste ich nicht, dass du Filme von 1951 kennst. Das ist krass. Hab ich heute zum ersten Mal gesehen. Ich fand das Ende fast schon ein bisschen schade. So. Dann lassen wir das mal trocknen. Ja, ja, ja. Ich hör dir auch umliegen. Laser macht die Textilaktien kaputt. Die Faser. Laser. Die Faser macht. Ja, das ist richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das geht gar nicht, wenn Aktien irgendwie angegriffen werden. Wir brauchen unendliches Wachstum, bis der Planet explodiert. Das ist von entscheidender Wichtigkeit. Ja, ja, der Film, der war echt geil.
Überall ist ausgebrannt hier. Meine Fresse. Irrsinn, wenn keiner mehr Kleidung oder Waschmittel braucht. Ja, absoluter Irrsinn fürs Geschäft. Ich weiß. Ach, können wir beim nächsten Mal machen. 600 müssten durch sein. Ja, wunderbar. Ein bisschen Sand könnte man noch Auftrag geben. Das würde ja nicht schaden. Ja gut. Warum muss in Küche? Ja, ich beende jetzt den Stream, Oligi. Also, so oder so bin ich jetzt weg. Gehe weg und gehe ganz weg. Küche ist nicht, ist verboten. So Leute, ich muss. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und vielleicht sieht man sich morgen schon wieder. Tschüllü, winke, winke. Oldrio, Huckela, Busch, Aichi, Bump, Aichi und Ding Dong Day. Das Spiel ist jetzt beendet. Ciao.